Herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. Wir sind immer noch im Soldatengipfel. Haben beim letzten Mal im Endeffekt die Hauptquest gemacht. Und jetzt gibt es noch irgendwie einen Hinweis auf ein Versteck der grauen Wächter hier. Deswegen werden wir jetzt nochmal absuchen müssen, ob wir da nicht noch das letztmögliche. Den letztmöglichen Hinweis finden. Denn ich habe geguckt, wenn wir die Burg einmal verlassen hätten und wieder reinkommen würden, könnten wir das nicht mehr machen. Denn dann wäre hier die Burg verschlossen und wir könnten nur noch hier am Anfang mit dem, der uns seine Sachen zum Spottpreis angeboten hat, reden. Gehen wir nochmal rein. Danach gucken wir uns im Lager mal die Sache mit den Geschenken an. Ich müsste viel mehr mit der Tabulator-Taste arbeiten, habe ich jetzt schon mitbekommen. Erkundung des Widerstands, die haben wir schon. Dann gehen wir jetzt immer mal in neuen Raum rein. Drücken die Tabulator-Taste. Hier ist nichts. Hier ist ebenso nichts. Statue haben wir auch beim letzten Mal auf weite Entfernung mit der Tabulator-Taste gesehen. Hier ist auch nichts mehr. Das bedeutet dann wohl, in diesem Stockwerk gibt es nichts. Schließen wir heute in der Folge zumindest diese ganze Burg hier ab. Redcliff scheint schon wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Aber nicht so schlimm. Da ist Levi Dryden, ja. Vielleicht hat der was zu der Sache mit den grauen Wächtern zu sagen. Willkommen zurück, Wächter! Wie ihr seht, waren wir nicht untätig. Wir haben ein wenig sauber gemacht. Sogar mein Bruder Mikael ist aus seinem Versteck gekommen. Ihr werdet nirgends einen besseren Schmied finden. Hier lagern auch einige Waren, die euch vielleicht interessieren. Kauft sie jetzt, bevor meine Vettern sie alle woanders hinbringen. Hat euch eure Familie von Sophia erzählt? Ich habe darüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn jemand glaubt, dass man von Löwen abstammt. Auch wenn die Wahrheit ein wenig komplizierter ist. Der Glaube unserer Familie, dass man uns Unrecht angetan hat, er hat uns die Stärke verliehen, etwas aus uns zu machen. Was haltet ihr von Sophia? König Arland muss ein wahrlich übler Geselle gewesen sein. Sophia wurde als Verräterin gebrandmarkt, weil sie mit Blutmagiern paktiert hat. Aber trotzdem halte ich sie immer noch für eine Heldin. Weil du mit ihr verwandt bist. Die Festung sieht ganz anders aus. Wir sind eine große Familie. Als ihr weg wart, haben wir uns alle hier niedergelassen. Kaum zu glauben, dass es hier untote Dämonen und Schlimmeres gab, nicht wahr? Irgendwelche Ärger mit Avernus? Ich habe keinen Ton von ihm gehört. Sieht aus, ich hoffe, weil die hier aufgeräumt haben, dass wir hier nicht mehr unser Quest abschließen können. Das wäre doof. Vom Turm fernhalten sollen. Ja, dann zeig mal deine Waren. Natürlich. Was kann ich für euch tun, Wächter? Ich möchte eure Ware sehen. Natürlich. Dann eben nicht. Scheint auch nichts zu geben. Himbeermarmelade. Quest aktualisiert. Doch dir fehlt noch ein letzter Hinweis. Es fehlt noch ein Hinweis und dann gucken wir doch mal. Eine Truhe, die wir nicht aufbekommen. Erlaubt ihr?
Ich könnte das machen. Ich hoffe nicht, dass dort der letzte Hinweis drin ist. Ansonsten haben wir ein Problem, denn das können wir nicht, die können wir nicht öffnen, weil Lilianas Fähigkeiten zu gering sind. Einen anderen Schurken haben wir nicht. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann bleibt es natürlich. Klar. Gehen wir nochmal in den Turm rein. Vielleicht war da das Geheimnis. Zumindest ein letzter Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Hier ist nichts. Fähigkeitsnotizen. Ich glaube, die kennen wir schon. Ja. Ohne die Tabulator-Taste wären wir ganz schön aufgeschmissen. Noch ein Leichnam, okay. Ist das Avernus? Quest aktualisiert. Du weißt jetzt, wie der Stützpunkt errichtet wurde und wie seine Gründer seine letzten Tage verbracht hat. Die Aufzeichnungen besagen, dass Kommandant Asturian den Stützpunkt um geheime Gebiete erweitert und irgendwo im Soldatengipfel etwas Wichtiges versteckt haben könnte. Du hast die Hinweise gefunden, aber wohin werden sie dich führen? Also es kann demnächst auch öfter passieren, dass wir hier mal ewig lange uns mit Quests beschäftigen. So, aktivieren wir das mal auf der Karte. Vielleicht sehen wir da ja ein bisschen was. Ich hoffe, die führen uns nicht zu irgendwelchen Kisten, die wir nicht öffnen können. Sonst werde ich sauer. Hier geht's nicht weiter. Das sieht natürlich auffällig aus hier, aber hier geht es wirklich nicht weiter. Ich gehe die ganze Zeit auf die Caps Lock Taste und nicht auf die Tabulator. Schon wieder 8 Minuten rum und wir haben noch gar nichts geschafft. Da ist Levi Dryden. Diesen Tabulator ohne jede Lösung ist natürlich ein bisschen nervig. Aber so spielt man ja für gewöhnlich, wenn man nicht keine weiteren Hinweise hat. Hier in dieser großen Kammer wäre es natürlich das Naheliegendste, wenn das hier wäre. Asturians Porträt, ah, okay. Du hast ein altes Gemälde entdeckt, das noch aus Kommandant Asturians Tagen stammt. Vielleicht verweist Asturians Geschichte ja hier drauf. Den Schwur der Grauen Wächter vortragen. Einmal erscheint eine Kiste. Mit doch ziemlich viel Loot. Quest abgeschlossen. Können wir das Gebiet ja jetzt verlassen und dann gleich wieder betreten, weil ich dann denke, dann müsste der mit seinem Händler hier da sein. Gucken, was der uns anzubieten hat. Ich glaube,
diese Tabulator-Taste müsste ich viel öfter mal verwenden. Gehen wir erstmal ins Lager. Da laufen wir auch gar nicht auf der Weltkarte. Anscheinend schlagen die das Lager einfach da auf, wo sich's am naheliegendsten. Was am naheliegendsten ist. Das will ich ja mal sehen. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Lass mir eure Waren sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Gefühlt haben wir bei jedem Händler hier Rabatt. Schönes Geschenk. Hier, das kostet alles Geld. Keuschheitsgürtel. Krückstock der Katzendame. Na, das Schmetterlingsschwert. Inventar voll. Na gut. Schenke ich euch. Das wäre eigentlich besser für Alistair. Ich werde mal kurz umrüsten. Hier kann ich eigentlich auch die anderen Bolzen geben. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Wäre schön, wenn man den. Ich bin mir sicher, ihr findet dieses Quatsch überspringen könnte, wenn man Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ich weiß nicht, ob das mit der Escape-Taste geht, nur ich möchte halt nichts unnötig überspringen. So. Weg damit. Weg damit. Wir können endlich hier was ausrüsten, na, das ist ja gut. Machen wir das doch erstmal, bevor wir hier Zeug verkaufen. Und das ist doch eine viel bessere Rüstung jeweils. Genau, Gegenstand-Set-Bonus. Wenn wir gegen Ende des Spiels die Blutdrachenrüstung haben, kriegen wir auch nochmal einen Bonus. Gürtel der Schatten. Ja, kann eigentlich das nehmen, dann kriegt den Gürtel der Schatten Alistair. Pluto wird für gewöhnlich nicht so oft im Hauptteam auftauchen, ist das nicht so wilde. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Lass mich aber wahnsinnig. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Werden wir gleich sehen. Duftseife. Alles, was nichts kostet, nehmen wir mal mit. Das sind anscheinend diese Geschenke, die 50 Bonuspunkte bringen. So. Irgendwas, was ich nicht mehr brauche, was ich euch geben kann. Den Scheiß hier. Ja, gleich bitte.
auch weg. Die ganzen Roben werden wir mal nicht verkaufen. Gut, die Kirchenrobe kann schon weg. Jetzt werden wir mal speichern, bevor wir hier irgendwelche Geschenke verteilen. Zur Not können wir neu laden. Wenn ich das wieder Blödsinn mache und wie die Leute feindselig gestimmt sind. Jana will nicht. Nichts für sie dabei. Und warum genau gebt ihr mir das jetzt? Morgan mag das nicht. Gleich mal neu laden. Ist ja kein Cheaten, sondern einfach bedienen der Möglichkeiten des Spiels. Kann damit nichts anfangen. Wundervoll. Großartig. Danke. Oh Mann. Wieder falsch. Gucken, ob wir was für Stan haben. Schmetterlingsschwert. Das wird ihm bestimmt nicht gefallen. Ich bin beeindruckt. Das müsste ihm gefallen, genau. Schutzkragen. Sehr schön. Immerhin etwas. So, vielleicht ist Dan schon bereit, mit mir über seinen Charakterquest zu reden. Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Wenn die Leute genug Zuneigung für einen haben, dann lassen sie sich nämlich auf Charakterquests ein. Unreif? Was soll das bedeuten? Unreif? Das ist ein Wort aus eurer Sprache. Es bedeutet noch nicht fertig. Wie eine Frucht, die zu früh geerntet wird. Wie kommt ihr darauf, dass mich jemand geerntet hat? Vielleicht war ich doch zu voreilig. Möchtet ihr mir jetzt vielleicht erzählen, warum man euch eingesperrt hat? Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Was meint ihr mit ein schwacher Geist? Das ist kompliziert. Ich habe euch bereits erzählt, dass ich hierher geschickt wurde. Und ich war nicht allein. Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Was ist mit den anderen Kunari geschehen? Man hat mir gesagt, dass es keine weiteren Überlebenden gab. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war. Ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Was habt ihr getan? Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Und dann? Ich habe sie erschlagen. Mit bloßen Händen. Ja. Ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik. Und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken.
Es ist nur ein Gegenstand, Stan. Ihr könnt euch ein anderes Schwert besorgen. Hat euer Volk keine Seelen, wie wir sie kennen? Wie angenehm für euch. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei dem Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antam mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Könnt ihr nicht danach suchen? Wenn ich wüsste, wo ich suchen muss, läge es bereits wieder in meiner Hand. Wo habt ihr gegen die Dunkle Brut gekämpft? In der Nähe von Lothering. Hier steht in der Nähe des Kallenhatsees, na gut. Keine Sorge, wir werden es finden. Auch wenn diese Worte leer sein sollten, danke ich euch dafür. Und schon gibt's eine neue Quest. Gefährtenquest. Ihr habt gerufen. Nee, gibt's nichts Neues? Wie ihr wünscht. Pluto sitzt da mit seiner Halskrause. Nehmen wir Stan mal mit für dieses kurze Quest. Unbedingt. In der Tat. Oder auch nicht. Ja. Unbedingt, in der Tat. Gehen wir zum Kallenhalsee, gehen wir demnächst. Gehen wir nochmal zum Soldatengipfel. Wir gehen raus aus dem Soldatengipfel. Und wir gehen wieder rein. Gucken, sein Schwert werden wir bestimmt irgendwann irgendwo finden. Truhe der Gruppe, was ist das? Hier haben wir, glaube ich, Zeug lagern, was wir sonst nicht mehr brauchen. Also wenn wir irgendwann mal irgendwelche Geschenke brauchen, muss ich nur hierher gehen. Früher waren die Dryden stark. Das werden wir eines Tages wieder sein. Ihr? Ihr seid der Wächter? Meine Familie schuldet euch viel. Jede Waffe, die ich fertige, überlasse ich euch mit Preisnachlass. Ihr seid Levis Bruder? Ihr seht ihm gar nicht ähnlich. Meine Familie führt das leichte Leben der Kaufleute und wird fett dabei. Ich zog es vor, den Weg von Metall und Stein zu beschreiten. Dadurch bleibe ich stark. Ihr seid also Waffenschmied? In der Tat. Ich habe mein ganzes Leben dem Umgang mit Stahl, Drachenknochen und dergleichen gewidmet. Ich habe bei den Menschen so viel wie möglich gelernt. Und verwandte Zwerge haben mir darüber hinaus noch mehr beigebracht. Gebt mir die besten Metalle und Materialien, dann kann ich für euch Wunder wirken. Na dann. Klingt natürlich jetzt nicht, als ob der hier besonders viel für uns zu bieten hat, aber wer weiß. Ich wollte gerade sagen, Dolch mit 6,0, aber den kann man doch gar nicht tragen. Das hier doch wäre mal richtig geil, dieses Langschwert. Die Armbrust kann sie nicht tragen. Nee, dann nicht. Wird eh in so einem Bolzen so viel kosten. Ich dachte, das sind alle zusammen. Oh, hier gibt es bessere Rüstung.
Leider für uns alles nicht möglich zu tragen, weil wir noch zu wenig Stärke haben. Was wir schon tragen können, ist nicht gut genug. Nee, okay, aber wenigstens haben wir eine neue Rüstung, eine neue Waffe. Das ist doch schon mal was. Moment, können wir dann Alistair auch verbessern? Naja. Machen wir das mal. Gegen die dunkle Wut kämpfen wir ja nicht immer. Also noch wer von eurer Sippe, der hier rumläuft? Mal schon. Was kann ich für euch tun, Wächter? Die Festung sieht ganz anders aus. Wir sind eine große Familie. Als ihr weg wart, haben wir uns alle hier niedergelassen. Kaum zu glauben, dass es hier Untote, Dämonen und Schlimmeres gab, nicht wahr? Ich möchte eure Ware sehen. Natürlich. Jetzt wollen wir wirklich mal was sehen hier, genau. Jetzt gilt nur Bares ist Wahres. Jetzt, wo wir endlich diese Truhe haben. Können wir hier auch Gegenstände abliefern, ohne dass wir sie wegschmeißen oder notwendigerweise verkaufen müssen. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Nee. Wir kommen eh nicht mehr rein. Nächstes Ziel. Machen wir solcher Pass oder machen wir Ostergar? Machen wir solcher Pass. Oh, wir müssen kämpfen auf der Weltkarte. Oder werden überfallen, je nachdem. Kämpfen müssen wir wahrscheinlich sowieso, genau. Von dunkler Brut. Nicht mal von Räubern, sondern von dunkler Brut. Hat man gesagt, wie oft kämpfen wir nicht gegen die dunkle Brut? Nur durch die Sande sind aber diese schönen Magier. Richtig nerven. Eingang blockiert. Ja, manchmal muss man kämpfen auf der Weltkarte, ist glaube ich immer zufällig. Ich glaube nie mehr als einmal. Okay, kann die sein, dass wir auch mehrmals kämpfen müssen. Was war denn das Questziel im Solcherpass? Von Händlern Schwierigkeiten mit einem Angebot, auf die ich warte, das möglicherweise zu gut ist, um wahr zu sein. Okay. Wollen wir mit ihm talken? Ein bisschen umgucken, aber hier scheint es nicht zu geben. Felix. Ihr müsst verzeihen, falls ich einen nervösen Eindruck mache. Aber in diesem Teil Ferraldens gibt es nur wenige Reisende. Aber das ist natürlich Teil meines Problems, nicht wahr? Ein Irrlicht hat mein Maultier erschreckt. Daraufhin ist es weggerannt, in den Wald hinein. Was soll ich jetzt tun? Das klingt wie ein Hinterhalt. Was macht ihr eigentlich hier draußen? Ich warte natürlich darauf, dass mein Assistent das verdammte Maultier zurückbringt. Es ist saukalt. Oh, ihr meintet, warum ich hier draußen bin.
will sagen, in diesem Teil des Landes. So sieht's aus. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Félix de Grobois, Kaufmann und Unternehmer, zu euren Diensten. Ein Kaufmann hier draußen? Normalerweise nehme ich eine andere Route, aber wegen des Krieges hatte ich auf etwas Glück und gutes Wetter in den Bergen gehofft. Leider habe ich beides nicht bekommen. Ach, diese Reise bringt eine Katastrophe nach der anderen mit sich. Ihr würdet wohl nicht einem anderen Reisenden ein wenig behilflich sein? Einem Reisenden behilflich sein? Wie? Und das Schlimmste von allem, was schiefgegangen ist, war dieses Artefakt, das ich in Jada erstanden habe. Es ist ein Kontrollstab, hat man mir gesagt, für einen Golem. Ich will ihn nicht haben, weil ich ihn ohnehin nie benutzen würde. Aber ihr vielleicht. Was macht ein Kontrollstab? Der Zwerg, dem ich ihn abgekauft habe, sagte, es würde einen Golem aktivieren und kontrollieren. Solange ihr ihn in der Hand haltet, macht der Golem alles, was ihr ihm sagt. Klingt doch praktisch, oder? Er sieht aus wie jemand, der sowas brauchen könnte. Wir brauchen jede Unterstützung, die geht. Wo ist der Haken? Der Haken? Ja, ich vermute, da gibt es einen. So wie immer, nicht wahr? Der Haken ist, dass der Golem im Lieferumfang des Stabes nicht enthalten ist. Er steht angeblich in einem Dorf irgendwo im Süden und wartet darauf, aktiviert zu werden. Selbst wenn ich dorthin könnte, was ich nicht kann, gibt es noch ein weiteres Problem. Der Ort soll von dunkler Brut überrannt worden sein. Das ist für eine abenteuerlustige Seele wie euch doch sicher kein Problem. Zumindest hoffe ich das. Ja, wollen wir den Golem haben? Ich muss kurz was zurückschreiben. Schönen Gruß von Nazgul, der schreibt mir gerade. Ich soll die Viewer alle grüßen. Ich muss noch kurz zurückschreiben, geht da weiter. So, wie viel wollt ihr dafür? Nichts. Ich will nur nichts mit mir rumschleppen, was irgendein Bandit für ein Juwel oder sowas halten könnte. Das klingt doch sehr auffällig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ihr überhaupt was damit anfangen könnt. Aber ich habe zu viel dafür bezahlt, um ihn einfach... Ja, ich denke, ich könnte ihn brauchen. Freut mich. Wie bereits gesagt, den Golem findet ihr weiter südlich, in einem Ort namens Honley. Ich markiere ihn auf eurer Karte. Haltet einfach den Stab hoch und sagt, Julefgar. Das erweckt den Golem zum Leben, hat man mir gesagt. Hoffentlich klappt's. Und wenn nicht? Vielleicht könntet ihr den Herrn aufsuchen, dem der Golem früher gehört hat. Natürlich nur, falls er noch lebt. Dann viel Glück. Und ich muss mich jetzt wohl selbst auf die Suche nach diesem Maultier machen. Was, ohne Haken? Das klingt doch aber sehr auffällig, finde ich. Scheint aber keinen Haken zu geben. Das sollte kein Problem sein. Der Golem in Hornleaf. Wollen wir nochmal gucken, ob es diesen Golem wirklich gibt. Wir müssen wieder kämpfen auf der Weltkarte. Ich finde es so geil, dass sogar die Weltkarte auf Deutsch ist. Ich hab mir so viel Mühe gemacht für Dragon Age. Damals, als Dragon Age rauskam, war das schon der richtige Bringer gewesen. Ein richtig geiles Spiel. So realistisch, dass wir auf der Weltkarte mal so eine gute Wölfe begegnen. Das finde ich ganz gut, dass man nicht einfach unbeschwert reisen kann, sondern wie es halt normal ist. Dass man unter Umständen mal Feinden begegnet auf der Strecke. Jetzt auch Blätter? Natürlich. Liegen auch immer überall Fallen. Wollen wir nur, wer die immer hinbaut? Diese Gegend wird von Wölfen heimgesucht. Ein Glück warnt uns das Schild davor.
Vorsicht, es wurden Wolfsfallen aufgestellt, ne? Da hat sich doch meine Frage schon wieder erledigt. Das Gebiet Gras hieß Trostloser Hochweg, das sind so zufallsgenerierten Gebiete. Dorf von Lee. Wir hängen schon die ersten. Die dunkle Brut wütet. Soll es aber anders sein. Das wird kein Problem sein. Das war ein schwaches Empfangskomitee, finde ich. Was mit denen bei, die gerade weggerannt sind? Wollt ihr nicht wiederkommen und mit uns reden? Anscheinend nicht. Ich mal gucken, ob ich diesen Gegenstand eigentlich mit dabei habe. Golem-Kontrollstab. Zwergische Runen flackern entlang dieses Kristallstabs. Dir wurde erzählt, er könne einen Golem kontrollieren, der im Dorf von Leaf nahe der Corkery-Wildnis stehen. Da wollen wir noch mal gucken, ob er das kann. Erstmal werden wir wieder mal dunkle Brut begegnen. Das Dorf hier erinnere ich mich noch, aber ich dachte, das Dorf hier waren das Sideshow, die Golems von Amgarak. Dass wir hier ohne Sideshow reinkommen, wusste ich gar nicht. Wer bist denn du? Dass wir hier in Origins direkt reinkommen, war mir gar nicht klar. Und nicht mehr klar. Optional, ja, damals an der Xbox 360 hat das Microsoft.de gekostet. Obwohl ich mir damals ja schon Origins direkt als Komplettpaket gekauft habe. Also mit allen DLCs, mit Awakening. Jetzt bei Steam wieder. Olafs Truhe. Na dann. Tacke. Schlüssel erforderlich. Kann man das Schloss nicht mal knacken? Das ist natürlich ein bisschen doof. Wie ihr wünscht. Können hier keine Häuser betreten. Ich weiß nicht, was mit den beiden ist, die uns ja gerade entgegengekommen sind. Die nochmal wiederkommen. Scheint ja auf jeden Fall nirgendwo reinzugehen. Ist eine zerbrochene Truhe. Und natürlich Gegner. Und die dunkle Brut wäre aber auch langweilig. Was dieser Gegenstandsbonus, den ich bekomme, wie viel der ausmacht. Kämpft ihr ruhig aus der Distanz. Die Blut erstmal ein bisschen. Nachricht des Dorfrats von Honley. Gucken wir uns gleich an. Müssen wir jetzt auch die drei Kapitel der Geschichte der Grand Wächter vollständig haben. Das mit unserer zerbrochenen Truhe. Sie ist aufgelevelt. Gleich zwei Quests. Oder zwei Quest-Markierungen, sagen wir es mal so.
das nicht Olaf Schlüssel ist. So, zu Shell gehen wir gleich. Muss mal ein bisschen looten hier. Das sollte kein Problem sein. Wird erledigt. Gut, fangen wir an. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Du darfst gleich. Mach mal Fallenbau, das könnte uns vielleicht noch hilfreich sein. Hat sie eigentlich auch Heilmagie? Ach, hier hat sie Heilung. Aber wieso machen wir denn das eigentlich nicht? Was wollt ihr? Juliana. Ich wollte sagen, dass jetzt wieder nicht aufgeht, ist das langsam ein bisschen wenig. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben wir vorhin diesen einen Schlüssel hier gefunden. Mach hier nicht einen Korb mit Vogelfutter. So, wir kommen gleich wieder. Zu der Kiste zurück. Vielleicht ist das der Schlüssel, den wir bekommen. Vielleicht ist das ja Olaf Schlüssel. Natürlich. Olafs wertvolles Käsemesser. Das sieht doch gut aus. Ja, hier steht wirklich ein bewegungsloser Golem. So, ja, zur Herkunft werden wir bestimmt noch ein bisschen was erfahren. Gehen wir erstmal zum Golem direkt hin. Das sollte kein Problem sein. Der Korb ist fast leer. Das sieht wie ein Golem aus, oder? Das ist keine Statue, sondern ein echter Golem. Ich frage mich, wie er ausgerechnet hier gelandet ist. In ihrer Betrachtung scheint es ein Golem zu sein, ähnlich jenen wenigen, die es noch in Orsama gibt. Offensichtlich beschädigt und durch Inaktivität angegriffen. Dulev Gar. Nichts geschieht. Entweder funktioniert der Kontrollstab nicht oder das Befehlswort ist falsch. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Vielleicht gibt es ja im Dorf noch Überlebende, die mir dazu ein paar Informationen geben können. Nochmal probiert's, nochmal funktioniert's nicht. Wilhelms Keller, ne? Das ist ja die einzige Möglichkeit, die wir noch haben. Aber was haben wir denn jetzt noch Neues zur Verfügung? Notizen. Eine Nachricht des Dorfrates von Hornleaf. Herrin Mathilda, der Rat hat einstimmig beschlossen, euch mit den Dekorationen für das bevorstehende Erntefest in Hornleaf zu betrauen. Wir alle sind noch überwältigt von eurer Arbeit für die Wintersonnenwende. Wie üblich muss die Statue mit Dingen geschmückt werden, die das Wesen der Jahreszeit widerspiegeln. Iris hat freundlicherweise angeboten, uns ihren breitkrempigen Strohhut mit den Bären und Gänseblümchen zur Verfügung zu stellen und würde sich sehr darüber freuen, ihn auf der Statue wiederzufinden. Zusätzlich wird Bauer Goodman einige seiner Babykürbisse spenden. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine um die Schultern der Statue drapierte Girlande aus kleinen Kürbissen und Bändern zauberhaft aussehe. Ich bin mir sicher, dass egal wofür ihr euch auch entscheidet, das Ergebnis reizend sein wird. Wir freuen uns alle sehr darauf. Dorfrat Murray. So, jetzt lesen wir uns mal die Geschichte komplett durch. Und in den Keller gehen wir dann beim nächsten Mal. Kapitel 2, Kapitel 1. Geschichte vom Soldatengipfel, Kapitel 1. Der Stützpunkt der Grauen Wächter am Soldatengipfel wurde in der Mitte des Zeitalters des Ruhms, wenige Jahrzehnte nach Ende der zweiten Verderbnis, erbaut. Bis dahin hatten sich die Grauen Wächter Ferelns in Schlössern und Festungen großzügiger Adliger niedergelassen. Gaspar Asturian, der Kommandant der Wächter, wünschte sich jedoch ein befestigtes Hauptquartier, in dem seine Truppen trainieren und leben konnten. Er plante, Soldatengipfel zu einer eigenständigen Stadt zu machen. Da den Einwohnern Ferelns der Sieg über die Dunkle Brut und den Erzdämon Zazikel noch frisch im Gedächtnis war, spendeten viele von ihnen bereitwillig Gold für den Bau von Kommandant Asturians Festung. Der Soldatengipfel wurde in einem Zeitraum von über 10 Jahren fertiggestellt und dem Erbauer in 934, Zeitalter des Ruhms, gewidmet. Okay.
Kapitel 2. Als er sich seinem 60. Lebensjahr näherte, kamen Gerüchte auf, dass die Verderbtheit in Asturians Blut begann, ihren Tribut von den Kommandanten der Wächter zu fordern. Berichten aus dieser Zeit zufolge durchlebte er grauenhafte Wachträume und hörte, wie sein Name in den dunklen Ecken von Soldatengipfel geflüstert wurde. Es heißt, Asturian habe Stunden über Stunden allein in der großen Halle verbracht und Dinge gemurmelt, die nur er allein verstehen konnte. Viele glaubten außerdem, dass Asturian im Geheimen eine Erweiterung seiner Festung plante. Neue, verborgene Gänge und Nischen sollten ihn vor den Schatten beschützen, die ihn heimsuchten. Ob es Asturian gelang, sein Projekt abzuschließen, weiß niemand. Sein Verfall wurde für jeden offensichtlich, der auch nur ein wenig Zeit mit ihm verbrachte, sodass er bald durch Frieda Hallweg als Kommandantin der Wächter ersetzt wurde. Asturian wurde nach Orsama gebracht, wo er sich dem Ruf, dem letzten Ritual der Grauen Wächter unterzog und ehrenhaft in den Tod ging. Ja, in den tiefen Wegen ist das dann gemeint. Okay. Und Kapitel 3. Ach, gibt sogar Kapitel 4 noch. Nach Asturians Tod uferten die Gerüchte und Spekulationen aus. Eine der lächerlichsten Geschichten drehte sich um Asturians angebliche Besessenheit für eine legendäre Elfenprinzessin, die er mit Hilfe von Blutmagie und Himbeermarmelade, der Lieblingsspeise der Prinzessin, in einer geheimen Ritualkammer wiedererwecken konnte. Stimmt, wir haben da ein Glas Himbeermarmelade gefunden. Frieda Hallweg, die Kommandantin der Wächter, veranlasste eine umfassende Untersuchung von Asturians geheimen Plänen, die jedoch keinerlei Beweise lieferte, dass irgendwas am Soldatengipfel verändert wurde. Kommandantin Hallweg ließ verlauten, dass die Gerüchte über Asturian eine Beleidigung seines Andenkens seien und dass alle, die diese wiederholten, harte Strafen drohen. Auf diese Weise wurde dem Gerede ein Ende gemacht. Und Kapitel 4. Es ist ein Rätsel, das sogar Kommandantin Hallweg selbst verwirrte, blieb jedoch ungelöst. Als Kommandant Asturian das Ritual des Rufs vollzog und in die tiefen Wege ging, tat er dies ohne sein Schwert Asturians Macht. Die Zwergenschmiede hatten diese Waffe einst für ihn gefertigt und sie bei ihm bei der Fertigstellung von Soldatengipfel überreicht. Doch Asturian hat es weder bei sich, noch hat er es seiner Nachfolgerin oder irgendeinem anderen Grauen Wächter hinterlassen. Haben wir ja vorhin in der Kiste gefunden. Während einige darauf beharrten, Asturian habe das Schwert in seinem Wahn einfach zerstört, glaubten andere, er habe es irgendwo im Soldatengipfel versteckt. Ein junger Wächter behauptete, Asturian habe ihn einst an die Schultern gepackt, mit festem Blick angesehen und gesagt, das Schwert wird dich daran erinnern, was es heißt, ein Wächter zu sein. Wiederhole deinen Schwur vor mir, wenn die Schatten kommen. Du musst die Worte sprechen. Was er damit meinte, ist jedoch unklar. Wir haben den Schwur abgelistet und haben dadurch sein Schwert gefunden. Okay. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Dann gehen wir mal hier in Willems Keller und gucken, ob uns das weiterhilft, den Golem zu aktivieren oder zumindest weitere Informationen über ihn zu erlangen. Ja, und dann machen wir das Quest in Ostagar noch und dann geht es vielleicht wirklich in Redcliff weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.